Meine Bewerbung war so, ich habe zuerst eben eine schriftliche Bewerbung eingeschickt als Hebamme und bin dann zum Bewerbungsgespräch zur Pflegedirektorin Stellvertreterin eingeladen worden. Das war einfach so herzlich und einladend und ich habe nie das Gefühl gehabt, boah, ich muss mich da jetzt beweisen. When I checked my email, I got a date for interview here. So they were asking me some questions, which I answered. Then after some weeks, they said that I have to come for forbidden. Yeah, in Dutch, forbidden. For 1 month, I was doing what they told me to do with happiness. Because I like it. Das Bewerbungsgespräch war eben auch sehr persönlich. Sie haben sich wirklich gut Zeit genommen für uns. Wir sind da gewesen. Wir haben Punkt für Punkt ist ein wenig durchgegangen. Es ist auch auf meine Bedürfnisse eingegangen worden. Es hat geheißen, was kannst du dir vorstellen oder was bringst du mit? There's not much preparation. Just come, be natural, save your mind. Tell them what you can do and what you cannot do. Meine Ausbildung ist so abgerannt, ich habe zuerst maturiert und habe dann mich an der FH beworben. Das Studium dauert dann 3 Jahre an der FH. Wir machen relativ viel Praktikum in unserem Studium und stoßen so auch oft auf die Krankenhäuser, die für uns dann auch schon relevant sind zum Anfangen. In school, where I was doing A1 courses, which is German course, then I took the exam. Fortunately to me, I passed the A1 that I have to move to A2. Maybe you start from A1, maybe with a little time, can be growing. Für uns als Hebamme ist das überhaupt gar nicht wichtig, ob wir männlich oder weiblich sind. Mit mir zum Beispiel hat ein männlicher Kollege einen Studienabschluss gemacht, der jetzt in der oberösterreichischen Gesundheitsholding in Kirchdorf arbeitet. Der erste Tag, wir haben da einen Praxisanleiter da gehabt, wir haben da durch die ganze Station durchgeführt worden. Der Praxisanleiter war den ganzen Tag bei uns, hat uns alles einmal grob erklärt. Es sind alle sehr nett gewesen, also sie haben uns gut aufgenommen. In der oberösterreichischen Gesundheitsholding sind ja nicht nur wir Hebammen mit den Ärzten und Pflegekräften angestellt. Wir haben ein sehr bunt gemischtes Team. Wir suchen immer wieder Leute in der IT, wir suchen Leute im Qualitätsmanagement. Wir haben auch eine Tischlerei im Haus, wo immer wieder wer braucht wird. Pflege ist nicht nur Pflege, sondern Pflege gibt einfach verschiedene Bereiche. Anästhesie, es gibt OP, es gibt Unfall, es gibt Chirurgie. Also es wird auch nie langweilig und es steht nie an. Man kann immer weiter. Als Hebamme ist natürlich voll wichtig, dass man empathisch ist. Man muss sich in die Frauen einfühlen können, spüren können, was die jetzt gerade brauchen in der Situation. Man sollte natürlich höflich sein und teamfähig sein.